Donald, was machst du mit uns? Oh je. Also jetzt haben wir ja, 17.30 Uhr, Mittwochabend. Ich bin auch schon wieder ein paar Stunden fit und wach. Und da muss ich jetzt ein ganz großes Lob an den Georg, die Katharina, also an die Gruppe, die in dem Kanal Verbinde die Punkte. Verbinde die Punkte, weil er die meisten kennen. Der macht ja wirklich geile Zusammenfassungsvideos und die sind ja, die waren jetzt für mich der wichtigste Kanal. Den haben wir die ganze Nacht geguckt als Hauptkanal und natürlich auch andere, Weiko und Connect und so weiter. Aber also Georg, großes Lob an dich und Katharina, wirklich großes Lob. Ich war jetzt kurz wieder zwei Stunden bei euch drin und habe mir wieder die Energie geholt, die ich wirklich dringend gebraucht habe, weil ich war am Arsch. Und ich weiß, es geht jedem so. Jeder hat ja im Moment das Problem, dass er einmal A, selber unzufrieden ist durch die Situation, die jetzt eingetreten ist, und B, die Anfeindungen, beziehungsweise, wir haben ja massenweise Leute, das hat ja jeder von euch, jedem geht es ja genauso wie mir. Und wir haben jetzt das Problem, dass man quasi von den ja, Nichtgläubigen oder von den, also von die, die uns sowieso immer anfeinden, und wenn man dann gesagt hat, ja, jetzt warte einfach ab, bis die Wahl gewonnen ist, jetzt warte ab, Trump wird gewinnen, die haben ja jetzt volles Futter und schießen gegen uns. Also ich habe da heute auch unzählige Mails bekommen, Nachrichten, wo quasi die Mainstream-Gläubigen jetzt natürlich auf uns losdonnern. Weil was im Mainstream abgeht, es ist, ich habe kurz mal reingeschaut, es ist unbeschreiblich, aber wir wissen es. So, und deswegen großes Lob an das ganze Team, ja, bei Verbinde die Punkte. Ich weiß, dass Georg das Video hier angucken wird. Ich wollte ja, dass er mich heute Nacht live dazuschaltet, Georg, das nehme ich dir böse. Ich hätte da echt ein paar geile Takte dazu sagen können. Aber egal, ihr seid in eurem Film und macht echt einen super Job. Also großes, großes Lob nochmal an euch. Ich werde den Link vom Kanal jetzt gleich nochmal hier drunter und in den Telegram-Kanal posten, weil holt euch da die Energie, da kriegt ihr die sachliche Information. Und die Katharina hat es vor einer Stunde nochmal so in solcher positiven Energieform erklärt. A, wir brauchen uns gar keine Sorge mehr machen, ja. Trump oder quasi der ganze Plan, der dahinter steckt, das ist alles geplant, das ist alles so, wie es sein soll. Die wussten von langer Hand, dass diese Wahlmanipulation, dieser Betrug stattfinden wird, das wusste die. Die wusste auch, wie, wo, was und warum, aber die mussten diesen Betrug zulassen, und deutlicher wie bei dieser Wahl, deutlicher konnte man noch nie einen Wahlbetrug zeigen, wie er hier jetzt stattgefunden hat. Und das ist notwendig, denn nimm mal jetzt das Thema QAnon. Das hat Katharina wirklich nochmal super erklärt. Quasi die Hintermänner hinter Q. Q ist ja quasi der Herausgeber von Brotkrümel, von dem gesamten Plan. Und die Anons weltweit, das sind die, die aus den Brotkrümeln versuchen, irgendwelche Informationen herauszuforschen und quasi zu prognostizieren. Und das war von langer Hand geplant und notwendig, weil dieser Wandel, der jetzt kommen wird, der wird kommen, ja, da braucht ihr euch gar keine Sorge machen, um den durchzuführen, müssen Millionen Menschen, so wie wir, also alle, die jetzt hier in dem Kanal drin sind, alle, die das Video schauen, und zumindest, es gibt ja Leute, die sind im Kanal, um zu beobachten, um uns zu denunzieren und zu melden und anzuzeigen, aber ihr wisst ja, wen ich meine. Ich spreche euch also jetzt hier wirklich an, wir sind da dazu notwendig gewesen, um, damit so ein millionenfaches Netzwerk auf der ganzen Welt entsteht, wo Menschen informiert sind und andere Menschen informieren. Denn wenn das jetzt nicht gewesen wäre, wenn es QAnon nicht gäbe und es wäre einfach ganz normal, die Wahl hätte stattgefunden und das ganze Jahr, so wie es jetzt stattgefunden hat, hätte stattgefunden, das hätte nicht funktioniert. Fauci nennt uns ja quasi die Internetkrieger, ja, wir sind die Internetkämpfer, und die sind eben dafür notwendig, um
den ganzen Plan, um die ganze Wahrheit mit an die Öffentlichkeit zu bringen, damit dann hinterher Menschen da sind, wir sind damit gemeint, die dann die andere abhole, wenn sie dann aufwache, wenn sie dann mit dem Vorschlaghammer aufgewacht wäre, damit sie dann ja, an die Hand genommen wäre, können, damit man sie dann führen kann und sagen kann, ist alles gut und, ja, und so war das. Und genau in dieser Phase sind wir drin. Das heißt, sie wusste ganz genau, dass die Wahl beschissen und betrogen werden wird und nicht, wie es bei uns in den Medien im Moment weiter verfolgt wurde und unter Biden jetzt als Sieger erklärt wird. Und er wird sich auch als Sieger präsentieren, das könnt ihr abwarten heute Abend. Und also alles aber auf einem riesengroßen Betrug aufgebaut. Die ganze Wahl ist gestoppt, der Gerichtshof ist eingeschaltet, das Ganze wird überprüft und dann gibt es Möglichkeit A, die Wahl wird komplett für ungültig erklärt, dann muss es Neuwahlen geben, was ja aber dann theoretisch gar nicht geht, weil man hat ja die Betrüger, weiß man ja dann, wer es ist. Also das heißt, die Demokraten haben dann so ein übles Betrugssystem gespielt, dass das Ganze gestoppt werden muss. Beginne dann die Verhaftungen, er hätte alle Möglichkeiten, auch schon vor der Wahl hätte er alle Möglichkeiten gehabt, um die dementsprechende Verhaftungen vorzunehmen. Also Wahl wird ungültig erklärt, dann beginnen die Verhaftungen. Das ist aber jetzt eine reine Spekulation von mir, nimm das bitte nicht ernst und verbreite das um Gottes Willen nicht. Aber das wäre Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, es geht, also nachdem diese Wahl hier komplett als Betrug aufgedeckt ist und die Menschen müssen es sehen, sonst glauben sie es nicht, dazu ist es notwendig. Deswegen haben sie diese Betrugswahl zugelassen, dass die Menschen es sehen. Denn andersrum gesagt, hätte der Trump vor der Wahl Biden verhaftet, wo er genügend Beweise hat mit China, Russland, China-Affäre, Russland-Affäre, Hunter Biden, Pädophilie und ba. Die Menschen hätten es ja nicht geglaubt. Die hätten dann Trump als Diktator hingestellt. Oh, du schaut euch den Diktator an. Jetzt hat er den unschuldigen armen Biden aus dem Rennen genommen und verhaftet, nur damit er Präsident bleiben kann. Und dann werden die Krawalle, weil die wollen ja den Bürgerkrieg. Also die Gegenseite, der tiefe Staat, der will den Bürgerkrieg rauszuprovozieren. Das ist noch die einzigste Chance, die sie haben. Deswegen haben sie ihre bezahlten Demonstranten aufgebaut, also die Antifa, die Black Lives Matter und so weiter. Aber auch da sind die Navy Seals in den USA schon voll im Einsatz und dämmen das ein. Da wird es also nicht mehr viel geben. Und deshalb Variante 2, Wahl wird quasi wiederholt unter andere Kriterien, vielleicht unter der Digitalwahl und dann sieht man das tatsächliche Ergebnis. Also es könnte eine Neuwahl geben oder eben die Wahl für ungültig erklärt, Biden und die Schuldige verhaftet. Das funktioniert aber nur dann, wenn die Menschheit es begreift. Ja? Es kommt also immer wieder auf die Menschen an. Wie reagieren jetzt die Menschen in den USA weltweit, also in Deutschland? Das können wir mal komplett abhaken, das interessiert auch keinen Mensch, wie, was hier die Medien noch von sich geben und so weiter, das ist vollkommen uninteressant. Klar, jeder will seinen Arsch retten und deshalb alle, die Dreck am Stecken haben, die hoffen, dass Biden gewinnt, das ist ja vollkommen klar, weil die aber so viel Dreck am Stecken, die werden zusammen mit Biden in den Abgrund stürzen, wenn die Wahrheit ans Licht kommt und sie wird ans Licht kommen. Also, jetzt bin ich schon viel zu lang, 8 Minuten wollte ich nicht. Nochmal, also holt euch in dem Kanal Kraft, Energie, geht einfach jetzt mal rein, so wie ihr Zeit habt, die laufen ja noch ein paar Stunden und die erklären das wirklich in einer Souveränität. Also vielen, vielen Dank an das Team, verbinde die Punkte. Ihr macht das wirklich großartig und ihr gebt eine Kraft und Energie rüber. Ich bin jetzt wieder richtig voll getankt, habe wieder richtig Power, Energie und deshalb in diesem Sinne, bleibt im Plan, bleibt in eurer Mitte, bleibt im Vertrauen. Es ist alles, alles geplant. Es läuft alles so wie Trump und das ganze Team, was hinter Trump steht, mit John Kennedy und so weiter. Es ist alles im Plan und es wird überhaupt nichts aus dem Ruder laufen, da wird nichts schief gehen. Biblisch, göttlich. In diesem Sinne, bis später.